So, jetzt muss ich ihm mal so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, ne? Er denkt nämlich, er könnte mir hier seine verschissenen Kobolde hinten, was, hinschießen. Ne. Ne. Nee. Jetzt habe ich halt gerade keine Flugpimmel. Und er hat aber einen Flugpimmel. Und da kommt mein Flugpimmel. Hallöchen. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Clash Royale. Wir sind komplett gefüllt, oder? Ja, 50, passen in einen Clan. Oder, da waren es früher nicht 40? What the fuck? Haben wir sogar einen 4000er am Start. Sehr schön, Drinky Failer. Und ich habe mir extra für euch diese Magietruhe aufgehoben, um sie jetzt zu öffnen. Bam. Oh mein Gott, so viel Gold. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Magietruhe hatte. Okay, naja. Naja. Ist in Ordnung. Hä? Mhm. Mhm. Ah! Auf die habe ich so ein bisschen gehofft, weil die spiele ich gerne. Natürlich ist der Bums ja auch nicht schlecht. Wobei ich den noch gar nicht ausgewählt habe. Ihr wisst ja, ich habe hier meine Abfucker-Karten. Mir wurde zumindest gesagt, dass es Abfucker-Karten sind. Das ist mein Deck. Die letzten paar Spiele liefen echt schlecht. Ein paar von euch haben auch zugesehen. die ging eher in die Hose. Ich habe auch ziemlich viele Krönchen verloren. Wo sind die denn? Ich meine, Pokale, 1333. Ich hatte 1000, naja, nicht viel. 1400, 1500 oder so. Ich war jetzt nicht ultra weit. Aber die Leute hatten halt auch einfach das perfekte Gegendeck. Gegen das hier. Ich habe ja gesagt, ich habe das Deck hier in der Mitte komplett frei. Da könnt ihr gerne, am besten jetzt schon hier unter das Video, irgendeinen Vorschlag machen oder Vorschläge, wie ich dieses Deck füllen sollte. Das hier sind meine Karten. Schaut mal. Das sind alles meine Karten, die gehören ganz alleine mir. Und ihr könnt gerne einen kompletten Vorschlag machen für so ein Achterdeck. Das hier ist euer Deck, das ihr bearbeiten könnt. Dieses hier eigentlich auch, das nutze ich halt nur manchmal, um Quests zu erledigen halt. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt mit diesen Häusern. Wie gesagt, der Clan ist gewachsen und mittlerweile sogar voll. Leider kann ich da nicht spenden, aber hier habe ich schon dick gespendet. Die brauche ich selbst. Ich kann gerade nichts anfragen. Schade, ne? Schade. Im Moment ist niemand online, aber vielleicht kommt jemand online, wenn ich auf Duo-Kampf drücke. Ich suche mal ein schnelles Spiel und hoffe dann, dass nach diesem Spiel jemand da ist, weil ich mir vorgenommen habe, einfach oft mit euch diese Duo-Kämpfe zu machen. Nur leider habe ich keine festen Aufnahmezeiten, dass ich sagen könnte, hey, jeden Donnerstag bin ich ja am Aufnehmen oder so. Alles klar, da gehe ich mal mit. Schön meine Pfeilchen draufgehauen, da kenne ich nichts. Ach, fuck, ein Drache. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich, er kommt mit so einem Homunculus angeritten. Ja, okay, das war eine blöde, eklige Sache hier an der Front. Ah, shit, shit, shit. Hooray! Die ziehen uns etwas ab hier, ganz minimalst. Ich wollte doch Clan-Truhen machen. Verdammt. Ne, ich werde jetzt hier ranfliegen. Oh Gott, Mate, bist du weg? Ne, er ist da. Das gesamte Spiel hier ist, glaube ich, auch eher für den Hintern. Die haben halt diese Creep-Karten ständig, ne? Also, um auf die Masse zu gehen, da habe ich leider nur eine. Vor allem die Fliegenden sind nicht schlecht. Also, wenn man halt dementsprechend spielt. So, vielleicht kriegen wir da oben jetzt noch irgendwas gebacken. Komm, komm, ein Trüchen! Ja! Ich meine, eine Krone. Was soll der Geiz? Lass es auch eine Truhe sein, ist egal. Tja, und jetzt hol mal den Wind noch raus, verstehst du? Oh Gott, es fehlt noch eine so eine Bombe, wir sind down. Maximal zwei. Oh shit, we gonna die. Fuck. Aber gutes Spiel, die haben schon ziemlich krass gespielt. Egal, ein Pünktchen haben wir schon mal. Man bekommt jetzt auch diese extra Gold-Dinger. Ist es nur hier im Single? Wahrscheinlich. Leute, extra Goldrausch-Wochen. Tage. Hier, bei McDonald's. Hihi, fick dich, Mann. Da lacht er sich einen ab. Ich glaube, es geht los. Scheiße, Mann. Das war jetzt ein Fail hier drüben. Jetzt haut er hier einmal seine Pfeile drauf. Nein. Ja, es funktioniert. Komm, nein, geht nicht zu dieser Frau. Ah, hört auf, zu der Frau zu gehen. Jawohl, jawohl. Fett Damage gemacht, Leute. Hier, komm, gönnt ihr mal einen Feuerball. Blöd. Oh, shit. So. Abgewehrt. Okay, kurz aufladen, aufladen, aufladen. Ich muss gegen alles gewappnet sein. Das Ding da oben mache ich später fertig mit einem gezielten Schuss auf die Pobacke. Ach ja. Komm, 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 bleib doch da stehen. Wo gehst du denn hin? Nein. Na shit, die Bombe liegt ultra nah. Fuck. Los geht's. Ich muss jetzt gucken, dass ich das... Ja, ja, die Bogenschützen machen das. Komm, zieh ab, zieh ab. Na fuck. Schade. Hör auf, so dreckig zu lachen. So, jetzt muss ich ihm mal so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ne? Er denkt nämlich, er könnte mir hier seine verschissenen Kobolde hinten... Was? Hinschießen? Ne. Ne. Get it on, Snitch. So, noch ein so ein Bömpchen da oben drauf und er ist weg. Aber ich habe hier unten auch nicht mehr so viel Standkraft. I've got the dragon and I'm gonna shoot the dragon right now. And then I'm gonna shoot the Schießmädchens. Und jetzt mache ich ihn fertig da oben auf seinem kleinen Bums. Oh shit. Oh shit. Der darf jetzt aber nicht mehr so nahe kommen, ne? Ja, ja, ja. Schön wegbleiben. Oh fuck. Okay, wartet, wartet.
mit, ja, passt schon. Ach komm! Hör auf mit deinen ekligen. So, schön. Oh, fuck! Wo hat er denn jetzt den Drachen hergezaubert? Also eigentlich. Das geht doch nicht. Oh no, oh no, oh no, oh no. Komm schon, das da. Drache, mach was. Ja, Drache, mach's dir kaputt. Oh shit. Wie er meint, er kann mir hier. Oh fuck. Ja, doch kann er, kann er. Hier, mach halt deinen Scheiß. Dafür reiße ich dich hier oben ein. Dankeschön! Oh! Oh mein Gott! Hallo? Was? Okay, warte. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Komm schon, flieg! Gefistet, Alter, aber hart. Sehr gutes Spiel. Krass war das knapp. Holla, die Waldfee. Oh. Der Neko, der ist schon gut, ne? Der ist schon gut. 100 plus Gold. Ich glaube, sowas schafft niemand auf der ganzen Welt. Ist außen zwei Leute online. Guck mal, ich gebe ihm hier den Jumble und guck mal, vielleicht ist er ja bei einem Together-Spielen mit am Start. Achso, ich muss da oben auf Ding drücken, auf Clan. Warum sagt ihr das denn nicht? Ja, in letzter Zeit gewinne ich immer nur so knappe Dinge. Also ich habe schon lange nicht mehr diesen kompletten Triple-Sieg in der Tasche gehabt. Vielleicht ist mein Deck auch einfach nicht mehr das Richtige für diese Chose. Kann man hier eigentlich auch weiter? Oh ja, kann man. So viele Tipps! Wow! Also ein Spiel kann man noch machen. Ein Spiel kann man noch machen. Get it on! So, wie sieht's aus, mein Sohn? Ich wünsche ihm einfach mal viel Glück, weil ich ihn zerstören werde. Oder er mich, ne? Wer weiß. Alles klar, er haut einen Dragon raus, läuft bei ihm. Und Snitch. Und das hasse ich, wenn meine Truppen, die verteidigen gegen den Drache, zu nah an ihm dran sind und dann der Turm Damage bekommt. Bei sowas könnte ich ja wirklich im Dreieck kacken, kotzen. Was? Mit was kommt da jetzt hier dazu? Das ist die Frage. So, zum Glück macht die nicht so ein AOE-Kack-Damage. Oh, shit, 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 shit. Ach, fuck. Ach, fuck! Jetzt kotzt er hier auf mein Zeug drauf. Tschüss. Ich gebe ihm voll auf seinen, Turm. Gut, shit, da kommt die Trulla. Jetzt muss ich halt gucken, was ich mache. Ich denke, ich nehme ihmchen und dann direkt die Schießende hinterher, so ungefähr auf diese Höhe. Ganz wichtig, dass man die professionell... Ach, seine Mutter hat doch jetzt gerade angefangen, hier rumzuflunkern. Die macht halt fett Damage, ne? Sind wir hier ungefähr gleich, da bin ich noch im Vorteil. Insgesamt bin ich noch vorne. Wir warten mal wieder ab, was er so macht. Lieber auf den Angriff reagieren, als ihn einzuleiten. Okay, jetzt habe ich halt gerade keine Flugpimmel. Und er hat aber einen Flugpimmel. Und da kommt mein Flugpimmel. Hallöchen! Ach, shit! Er schießt schon drauf. Ich bin so geliefert. Komm, 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 komm. Feuer, 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 Feuer. Ach, er hat auch so einen Kerl gehabt. Habe ich gar nicht gesehen. Jetzt muss ich halt durch. Ich muss durch, durch, durch. Und gucken, dass ich ihn überrenne. Im Moment ist er hinten. Ah, dieser blöde Skelett. Oh, schon zerstört. Okay. Ich verstehe schon. Jetzt kommen meine Skelette nämlich hinterher. Und noch ein Drache. Boom! Ah, shit. Skelette verschwendet. Ich versuche jetzt alles. Ich gehe jetzt direkt drauf auf die Kirmes hier. Ach so. Er muss eigentlich jetzt eins von mir zerstören, sonst kriege ich ja nicht sein ganzes Ding. Ah. Man sollte auswählen dürfen, ob man diesen Sieg annehmen möchte oder ob man weiterspielen will. Ich will doch, ich hätte ihn doch jetzt abgezogen. Gutes Spiel, brauchst nicht weit. Das war ein gutes Spiel. Was ist hier eigentlich los? Neues Bayreuer? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Was ist das hier? Na gut. Ja. Ja, nass. Ne. Was, warum sagt ihr denn nicht, dass ich hier 8 Kilo grünes Zeug noch am Start habe? Kämpfe nehme ich auch gern. Was ist das? Ah, meine Kämpfe. Ah, meine Kämpfe. Da sieht man das. Was ist hier? Aha. Aha. Ja gut, die Dummbabler sind natürlich bald ganz da oben. Ist klar. Was haben wir denn gerade? Wie viele Kronen? Wie viele Trophäen? Hier, 29.000. Aha, was haben die hier? 61.000. Wo sind wir denn, bitteschön? Wir sind nicht weit weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck, wir sind doch sehr weit weg. Ja, Leute, ran! Ran an den Speckes! Leider ist es hier nicht so einfach, die Inaktiven herauszufinden. Es ist nicht so wie bei dem Walking Dead-Spiel, das dabei steht, wann er das letzte Mal online war, der User, oder? Wir haben nämlich jetzt gesagt, wir wollen das hier so machen, wie auch bei Fuck Walking Dead. Alle 14 Tage wird durchgeschaut und wenn Leute inaktiv sind, werden sie rausgeworfen. Ich denke, wir können es ungefähr an den Spenden ablesen. Spenden kann man eigentlich immer irgendwas, beziehungsweise... Es schaut sich jemand die ganzen Clan-Trophäen an, guckt, ob es da eben Veränderungen gibt, hoch oder runter, ist völlig egal. Und wenn es da keine Veränderungen gibt, dann fliegt der User raus. Bei The Walking Dead habe ich schon einen Co-Admin hinzugerufen, das werde ich jetzt hier auch machen. Und zwar wird The Gaming Code hier fürs Erste der Älteste. Ich denke, als Ältester kann man kicken, bannen und so weiter und so fort. Ich spreche mich mit dir noch ab, Sir Code, also ob du das überhaupt willst, wenn er jetzt sagt, hey, das ist mir zu viel Arbeit. Dann werde ich jemand anderem diesen Posten geben. Ihr könnt euch auch gerne hier melden. Natürlich möglichst aktive Leute, ist klar.
Und ja, dann suche ich mir jemanden aus. Und mit Gaming Code werde ich jetzt demnächst mal absprechen, ob das für ihn so in Ordnung ist. Und so weiter und so fort. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Falls ihr auch noch in den Clan wollt, müsst ihr noch ganz kurz warten, bis wir die ersten Inaktiven rausgekloppt haben. Und dann ist auch wieder Platz. 50 aktive Spieler hat man eigentlich nie. Darum ist wahrscheinlich immer so ein Auf und Ab, was die Anzahl angeht. Also bleibt einfach in den Startlöchern, um mit dabei zu sein. Die The Walking Dead Gilde ist mittlerweile auch voll. Da fliegen jetzt aber auch demnächst welche raus. Ich glaube 2, 3, die inaktiv sind. Und bei dem anderen Mobile Game, wie heißt's, The Last Day on Earth, kann ich noch keine klaren Geschichte machen. Das dauert noch ein bisschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Da könnt ihr überall auch klicken für die letzte Folge und Playlist und so weiter.